Recht herzlich willkommen zur 144. Folge von City Skylines. Ja, unsere Stadt ist ein bisschen am kaputtgehen, wie man gerade sieht. Hier sind überall schon Häuser, die verlassen sind. Der MAZ, der hatte mir noch geschrieben, dass ich da wohl einige große, schwierige Probleme aufgemacht habe. So, da haben wir jetzt. Jetzt haben wir das Problem und müssen halt gucken, dass wir weiterkommen. Sein Tipp am Ende war, dass wir definitiv irgendwie schauen müssen, dass wir Industriegebiet aufbauen. Und ja, was ist denn hier an den Straßen? Lass uns mal weit reingucken. Okay, hier könnte man schon mal noch was aufbauen. Und Strom gibt es hier auch. Dann könnten wir das vielleicht als erstes im Angriff nehmen. Einfach hier versuchen, Industrie zu etablieren noch. So, gucken, dass das klappt. Ach, Pause müssen wir rausnehmen, sonst wird das nichts. Und hoffen, dass da irgendwer kommt. Allerdings sagen unsere drei Balken hier, dass sowieso niemand kommen möchte zurzeit, ne? Warte, müssen wir mal den Strom anklicken. Da geht noch, da nicht. Okay, der Anschluss würde rüberspringen soweit. Da hinten allerdings nicht. Hier haben wir Industrie, aber da können wir da noch weiter ausbauen. Nee. Da haben wir jetzt was freigelassen. Hier rüber geht kein Strom, oder? Nein. Da wäre auch noch was, aber hier geht der Strom auch nicht rüber, würde also auch nicht funktionieren. Was? Ach so, das sind hier die Verbrennungsgeschichten, ne? Da könnten wir definitiv auch noch was hier vor vielleicht erstmal machen. Vielleicht kommt da ja doch noch der ein oder andere dann an und möchte hier siedeln. Ist das ein Baum? Das ist ein Baum, okay. Da nicht mehr, oder? Ne, da lassen wir das weg. In der Hoffnung, dass da auch noch jemand kommt. Sieht aber gerade nicht danach aus, wie man hier sieht. Unser Geld geht ganz stark den Bach runter. Es kommen allerdings Leute, so ist nicht. Aber ob das reicht, ist die nächste Frage. Hier hat man ein Industriegebiet, aber sind da nicht so glücklich, gerade weil die auch verlassen sind, weil wahrscheinlich Arbeiter auch fehlen, wie man hier links sieht, ne? Machen wir das aus, das an und nicht genügend Arbeiter. Das ist dann auch ein Problem. Ja, ob sich da jetzt irgendwo was tut, ist die nächste Frage. Was war das, ein Taxistand, ne? Ja, okay. Wenn ich jetzt weiter abreiße, wie gesagt, dann gibt es zwar zufriedene Leute, aber ob die dann wieder so zufrieden sind, dass das alles klappt, ist die nächste Frage, ne? Hier sind auch verlassene Häuser genug drin. Ja, was können wir noch Geld einsparen, das ist die Frage, ne? Steuern sind jetzt gerade egal. Budget. Bildung, können auch ungebildete Arbeiter ruhig kommen in dem Sinne. Müssen wir hier nochmal reinschauen. Gesundheitswesen ist noch relativ hoch angesiedelt. Das bedeutet, da könnte man natürlich auch Geld sparen. Wenn ich jetzt da auf 75% gehe, ne? Und mir das nochmal angucke. Wie weit springt da runter? Passiert nichts. Hier unten Durchschnittsgesundheit geht gerade einen Schritt runter. Hier passiert erstmal nichts. Sieht jetzt so aus, als ob das so bleibt, oder was? Müsste sich ja eigentlich verändern, ne? Mach mal ganz runter. Und dann machen wir auch mal 80% raus, einfach aus dem Grund, wenn nicht viele da sind, brauchen nicht viel abgeholt werden, ne? Ja, Müllverbrennungsstatus ist aber da schon im roten Bereich. Hier tut sich nichts mehr, also die Gesundheit ist bestimmt gut. Hier sieht es ähnlich aus. Müsste man schon überlegen, ob man da nicht mal stilllegen kann. Weil hier, das kostet uns ja auch Geld, ne? 200 Unterhalt.
Hier sind zwei dicht beieinander, aber was ist. Das sind unterschiedlich. Das ist eine Arztpraxis und das. Ist das auch eine? Ne, ist eine Sauna. Die Sauna machen wir mal aus. Hier haben wir auch zwei Sachen nebeneinander. Ist auch eine Sauna. Machen wir auch mal aus. Da wohnt sowieso keiner. Wieso können die dann eine schlechte Meinung haben, ne? Jetzt pendelt sich da unten gerade ein bisschen was ein. 262. Ist denn irgendwo was von der Industrie geworden? Nein, bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob irgendwann wie irgendwer Lust hat, hier zu kommen. Jetzt haben wir hier noch ein Krankenhaus, aber ich glaube, das brauchen wir. Arztpraxis, was ist das denn hier? Da ist noch ein Krankenhaus. Oh, ich glaube, Krankenhaus und Arztpraxis nebeneinander. Machen wir mal aus. Und gucken dann. Da ist eine und da ist auch eine, also. Ja, da sind ziemlich viele Einwohner, das war das, ne? Aber. Dann müssen wir anders das regeln. Ich hätte jetzt gesagt, das legen wir auch noch still. Ja, da waren ganz viele nicht amused. Aber ihr habt doch das daneben noch. Naja. Ist da noch eins? Hier hinten ist keins. Da ist nur das. Dann kommt da eins. Und wo ist hier das nächste? Da. Das müsste dahin, ne? So ungefähr. Dann wird sich die Aufteilung besser gehen. Hier oben ist aber auch eins, ne? Ja. Ja, gut. Was passiert? Keine Ahnung. Hier ist alles so weit. Hier sind zwei Sachen nebeneinander. Was ist das? Eine Sauna aus. Hier sind auch zwei nebeneinander. Da ist die Sauna. Machen wir auch aus. So, jetzt sind sie dann auch unhappy. Kommen nicht mehr, ist klar. Bei Junge müssen wir sparen. Das ist halt so. 15.000 miese. Was macht unser Budget? Wie ist denn mit den anderen Sachen hier? Wasser ist positiv noch. So, auf 70. Und dann geht's ins Rote, also zu wenig. Das darf nicht sein. Okay. Dann sind wir da besser. Strom haben wir noch zu viel. Gehen wir auf 80. Das geht. Ja. Müllabfuhr. Sind wir jetzt an der unteren Grenze hier, so wie das aussieht? Lassen wir mal so. Und dann nochmal Bildung. Kostet uns noch viel Geld, ne? Was war denn da jetzt gerade passiert, dass das so negativ war? Gute Frage, ne? So, Bildung, wie sieht's da aus? Die ist schon schlecht. Unis sind voll super. Und die kann man auch sehen. Ja, kann man da eine wegnehmen oder nicht? Das ist die Frage. 1500. Machen wir die weg, die anderen sind ja auch noch da.
Ja, sieht schon okay aus. Da ist auch eine. Gut. Oberschule, das passte noch. Oder passt auch nicht wirklich, ne? Ist schlechte Bildung, aber... Müsste man schon wieder hochschrauben, ne? Das Budget für die Ausbildung. Schon 100% allerdings. So, das andere ist alles im Bereich, wo wir sagen, geht noch so. Darlehen geht ja nichts, oder? Doch, wir können dieses aufnehmen, bringt uns aber nichts. So. Ja. Steuern ändern ist jetzt auch nicht so der Hit, oder? 27.000 Miese sind immer noch da. Was macht unser Industrietechnisches hier? Gar nichts, ne? Vielleicht sollten wir hier hinten jetzt... Haben wir einen Stromausfall noch hier? Nö, ist alles verlassen. Für das, was jetzt da ist, wird der Strom dann auch reichen, weil ja irgendwo hier auch Windräder sind und so, ne? Ja, hier unten ist ein bisschen Windkraft. Hat durch das Gebäude noch Anbindung. Und hier oben waren noch welche. Da und da. Und ja, die Leitung ist da leider nicht verbunden. Ist hier irgendwo was möglich? Nicht wirklich, ne? Aber was mir gerade einfällt, was wir tun können, damit das funktioniert. Der da ist doch leer, ne? Das müsste doch gehen, oder? Mach das mal weg. Mach das mal. Gebäude verschieben. Und das schieben wir da ein. Will er nicht. Auch cool, ne? Das Verschieben kostet auch Geld. Ach so, okay, dann hat sich das erledigt. Dann geht das leider nicht. Okay. Gut. Raus dann da. Leider geht das nicht. Da hatte ich jetzt mit gerechnet, dass man verschieben kann ohne Geld, aber leider war das nicht möglich. Ja. Aber hier ist ja eine Strombrücke, wie man gerade sieht. Okay. Aber dann ist auch nur das eine Windkraftrad mehr, ne? Alles klar, da fehlt's dann. Naja, gut. So, massig Leute laufen weg, das war's dann. Ich glaube, jetzt sind wir in einem Bereich, wo ich sagen kann, das Ding hier ist... Erledigt, ne? Strom verfügbar. Das wächst, weil immer weniger werden, ne? Ist klar. Zurückbauen. Was will man noch zurückbauen? Bodenrichtwert hier ist nicht hinpassend. Tja, ich glaube, wir sind auf kurz oder lang komplett bankrott. Wenn wir es nicht schon sind. Es ist ja schon reichlich Geld da, ne? Also ausgegeben. Ja. Da wird sich jetzt nichts mehr tun, denke ich mal. Was haben wir hier? Kriminalität. Sonst ist alles prima. Schon was leer? Ich glaube nicht, ne? Wurde leert sich, okay. Massig Leute gehen noch weg. Was wir jetzt noch machen können, ist... Zack. Einmal die Industrie locken.
Ob da wer kommt, ist die nächste Frage, weil das muss ja auch alles andere passen, ne? Arbeiter da sein und so, ne? Macht das auch runter. 1% geht immer. Okay. Was hatten wir hier? Bürogebiet. Werbegebiet. Und das war der Kommerz, ne? Schmeiß mal alles raus gerade. Egal. Gucken, ob noch Leute kommen. Auch wenn sie keine Steuern bezahlen müssen. Steueroase hier. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen noch durchhalten. Gucken, ob es wird. Und dann muss man gucken, dass man es langsam wieder anzieht. Falls das noch funktionieren sollte. Das ist die Frage. Da können wir eigentlich schneller für machen, ne? So, jetzt ist das schnellste, ne? Tja. Kommt keiner trotzdem, obwohl die Zahl wird wieder kleiner, so ist nicht. Wir brauchen massiven Zuwachs, das ist jetzt das Entscheidende. Tja. Leute fahren hier noch durch die Gegend, so ist nicht. Dass das noch so viele sind, wundert mich eigentlich. 30.000 wohnen hier noch. Ich glaube, drunter kommen wir gar nicht, ne? Sieht so aus, als ob es jetzt gerade wieder plus wird. Ja. So. 190.000. 2 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie weit man ins Minus gehen kann. Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Jetzt müsste diese Zahl natürlich auch fünfstellig werden, ne? Damit es wieder vorangeht. Dem ist aber nicht so. Na, dreistellig sind wir ja wenigstens schon mal, ne? Ja, doch, fünfstellig nicht, das war eben vierstellig, ne? Ja, gut. Gucken, was passiert. Ja, ich denke mal, für die Folge soll es aber erstmal reichen. Ich lasse mal dann noch nach der Folge ein bisschen weiterlaufen, gucken, ob sich was erholt oder nicht erholt. Könnte ja sein, müssen wir mal schauen. Und dann sehen wir weiter. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit reinschaut. Bis dann, tschüss.